und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute ist der 1.7.2024 und mir ist tatsächlich diese Anleitung über den Weg gelaufen. Da habe ich gedacht, jo, ist Juli und wir versuchen schon mal den ersten Weihnachtsquell zu machen. Der ist wirklich super simpel, aber wie ihr sehen könnt, sind es verschiedene Blöcke. Und ich möchte euch in den nächsten Tagen immer wieder mal einen von den verschiedenen Blöcken zeigen und den entsprechenden Zuschnitt dazu. Diese Anleitung ist sehr restefreundlich, also scrappy. Ihr könnt da nehmen, was ihr wollt. Verschiedene Hintergründe, verschiedene Bäume. Es geht einfach mal nur um Bäume. So, den kann man natürlich auch in Sommerfarben machen. Ich habe gedacht, wir fangen mal mit Tannenbäumen an. Das ist cool jetzt im Juli. Ihr findet auf der vierten Seite ein Template, das ihr euch ausschneidet, weil wir das so brauchen. Das ist eine Größe von 8,5 Inch. Das ist natürlich die gleiche Größe, aber im Hintergrund. Das ist hier bei mir das rote Teil. So. Und für die Seiten, für den Hintergrund habe ich mich für dieses cremefarbene, das hat so eine ganz leichte Textur, wenn man das sehen kann. Finde ich wunderschön. Das mache ich jetzt. So, den Zuschnitt habe ich wie gesagt vorbereitet mit dem Template. Dann habe ich hier oben ein Teil. Wartet mal so. Das kommt hier oben ran. Das ist eine Größe von 2,5 x 4,5. Dann habe ich zwei Teile Hintergrund, 2¼ x 2,5 und 1 x 2,5 der Stamm. Und das äußere Teil ist 2,5 x 12,5. So wie das geht, das zeige ich euch. Das ist ziemlich einfach. Also ich lege mir als erstes das Teil hin, dass es mich anschaut. Dann ist das die rechte Stoffseite. Klappt das rechts aufeinander, so dass ich hier beide Kanten begegnen. Und achte darauf, das ist natürlich eine schräge Kante, nicht ziehen. Pinnen ist hier möglicherweise sinnvoll. Und wir nähen alle Nähte mit einem Viertel Inch. Also ich nähe jetzt hier entlang. Und dann kann ich im Anschluss gleich weiter nähen, indem ich die eine Seite vom Hintergrund unten, die Stammunit, die nähe ich dann auch gleich weiter. Und jetzt kannst du selber entscheiden, ob du zum Hintergrund bügelst oder auseinander bügelst. Auseinander bügeln ist in dem Fall vielleicht gar nicht so verkehrt. So sieht das aus. Und jetzt nehme ich mir gleich die andere Seite. Lass das hier so überstehen, dass ich ein Viertel Inch habe. Schneide mir das ab. Und nehme mir natürlich gleich die andere Seite vom Stamm und nähe das hier auch an. Und das bügele ich mir jetzt auch auseinander, die Naht, so dass das so aussieht. Und jetzt kann ich natürlich gleich hier wieder weiter nähen, indem ich das so mache, das hier oben anlege. Den Stamm, die Stammunit würde ich natürlich zum Stamm bügeln, so dass der ein bisschen mehr rauskommt, sage ich mal. Und jetzt habe ich nichts mehr zum Annähen, das muss ich jetzt hier so machen. Super schneller, schöner Block. Und die Stammunit kommt hier unten ran. Natürlich rechts auf rechts nicht, so wie ich eben gezeigt habe. Oh mein Gott, so geht das los am 1. Juli. Hallo Ballo. Also nach diesem Schnitt, so wie die Bäume sind, das ist so ein schönes förmiges Maß, habe ich wirklich ganz lange gesucht und gestern Abend plötzlich, aha, da ist er ja, und dann auch noch kostenlos. Unglaublich. So, und jetzt dieses Teil an die rechte Seite. Das lege ich jetzt hier an.
kann mir das noch ein bisschen hier einmal in der Mitte anstecken. So. So, das bügele ich mir jetzt noch mal kurz. So, das ist mein erster Weihnachtsblock. Weihnachtsbaumblock der Serie. 15 Blöcke sind das, die nachher in einem separaten Video werde ich euch das zeigen, wie ich das zusammennähe. Also, diese Anleitung ist ja wie immer in Englisch und für manch einen ist das wirklich hilfreich, wenn man das in Deutsch sagt. Also, hab Dank fürs Anschauen. Und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Mal. Habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.